Herzlich willkommen zu einem neuen Schnopsen-Video. Heute dreht sich alles ums Zudrehen. Ich habe hier für euch wieder etwas in unserer Schnopsen-Online-App gespielt. Wie ihr seht, haben wir uns die Kritik zu Herzen genommen und haben jetzt ein geteiltes Blatt, damit auch die Spieler mit französischem Blatt hier alles sehen können und verstehen. Und wir gehen jetzt gleich auch rein in die Hand. Was ich hier als erstes tue, ist natürlich austauschen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten auszuspielen. Das ist eben der Karo 10er oder der Eiffel 20er. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich habe mich hier für den Karo 10er entschieden. Er spielt dann Karo nach, Karo Bube. Ich hebe den Eichel Buben rein, der mir leider überhaupt nicht hilft, und gebe den auch drauf. Hier spielt er dann Karo König aus und ich steche mit dem Pik König, weil ich im Endeffekt gezwungen bin zu stechen. Ich kann hier nichts drauf geben. Und hebe dann den Herzbuben rein und wir stoppen hier kurz. In dieser Situation ist es so, dass ich dann angefangen habe nachzudenken. Man wird es auch sehen, ich habe viel Zeit verbraucht und der Gegner hat mich auch noch versucht zu irritieren. Aber im Endeffekt läuft hier die Rechenmaschine schon und ich habe dann im Endeffekt auch zugedreht. Und hier ist es ganz wichtig, man muss erkennen, wo es einen Weg gibt zu gewinnen. Und da ist eben die Frage, wenn ich ausspiele, habe ich eine Chance noch zu gewinnen. Und wenn ich mir hier meine Karten ansehe, der Herz Bube, kann ich kaum ausspielen. Eichel Dame, Pik Dame wäre ganz schlecht. Den 20er ansagen wäre auch ganz schlecht, wenn er den Eichel 10er hält, weil dann wäre man so gut wie verloren in dem Spiel. Und also ist es quasi auch ein bisschen ein erzwungenes Zudrehen, aber man muss sich jetzt einmal die Gedanken machen, okay, wie kann ich gewinnen? Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass wenn der Eichel 10er mir noch fehlt, mir fehlt noch das Karo Ass, die Karo Dame und die großen Herz, Herz Ass, Herz 10er. Und es fehlt natürlich auch noch der Pik 10er, was ich auch noch im Gedanken haben muss. Aber wenn ich jetzt dran denke, es liegen noch drei Karten im Talon, also das heißt, es sind insgesamt acht Karten hier. Und solange er Eichel 10er und Karo Ass in den Karten hat, gewinne ich das Spiel. Und noch dazu, sollte er Eichel 10er haben, mit Herz 10er und Herz Ass, gewinne ich das Spiel auch. Das Wichtige für mich ist auf jeden Fall einmal, dass er den Eichel 10er hat. Und wir werden uns das dann anschauen. So. Genau, hier läuft die Zeit runter. Der Gegner versucht mich noch zu irritieren. Ganz gefinkelt. Man sollte sich von sowas, von diesen Emojis nie ablenken lassen. Ja, ich spiele hier aus das Eichel Ass. Er gibt mir Gott sei Dank den Eichel 10er drauf. Ich sag hier die 20 an, um eben auch seinen theoretisch den Pik 10er rauszulocken. Und er spielt mir dann Karo Ass nach. Und in dem Moment habe ich gewonnen, weil diese Karte für ihn nicht zu stechen ist. Und ja, wir haben hier den Weg Gott sei Dank gefunden, wie man hier gewinnen kann. Es ist sehr eine interessante Situation, wenn noch drei Karten im Talon liegen. Man kann sich das ausrechnen. Also es gibt, wenn drei Karten im Talon liegen, sind insgesamt acht Karten noch da. Und der Gegner hat fünf Karten in der Hand. Das heißt, es gibt, man kann sich das ausrechnen, 56 mögliche Kombinationen, die er haben kann. Und man könnte sich jetzt jede Kombination aufschreiben und sich genau berechnen, wie viel Chance man hat zu gewinnen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe mir jetzt nur kurz angeschaut, wie viele Kombinationen es gibt mit Eichel 10, Karo Ass und oder Eichel 10, Herz 10, Herz Ass. Und das sind um die 20 bis 25 Kombinationen. Und das reicht mir dann schon zuzudrehen, weil das sind dann ungefähr 40%. Im Gegensatz dazu habe ich 10% Siegchance, wenn ich weiterspiele. Ungefähr 10% Siegchance, wenn ich weiterspiele. Von daher ist es ein Zudreher, aber einer, der nicht leicht zu sehen ist. Und wir sehen uns jetzt noch weitere Videos an, die halt auch interessant sind, aber die Hand war sehr speziell.
Wir sehen uns jetzt noch eine zweite Hand an, die auch sehr interessant ist. Auch wieder gespielt auf der Schnopsen Online-App. Wir spielen hier 7 zu 5, also ich habe einen Zweier gewonnen am Anfang und schauen jetzt gleich mal rein in die Hand. Ich tausche hier natürlich aus und habe hier wieder zwei Möglichkeiten auszuspielen, den Eichel Buben oder den Karo Zehner. Ich spiele hier lieber den Karo Zehner aus, weil wenn er das Karo Ass nicht hat, oft mit einer Herz sticht und damit der 40er dann weg ist. Ja, hier in diesem Fall hat er das Karo Ass. Er spielt den Karo Buben aus, wir geben unseren Eichel Buben drauf. Ein bisschen ein Déjà-vu wie im vorigen Spiel. Ja, und jetzt spielt er den Karo König aus. Ich muss hier quasi auch schon stechen. Ansonsten wird's gefährlich bezüglich 40er, bezüglich Eichel 20er etc. Es sind noch so viele Sachen offen. Ich muss hier quasi stechen. In dieser Situation gibt es wieder die Möglichkeit, jetzt muss ich mir wieder die Gedanken machen, kann ich zudrehen, soll ich weiterspielen? Hier in diesem Fall gibt es eine Möglichkeit zu gewinnen, das ist einmal wichtig zu wissen. Mit Herzstich, Eichelstich und Pik-Stich, also Pik-Ass und er muss mir Pik-10er draufgeben, gewinne ich die Partie. Natürlich extrem riskant, die Chancen sind sehr gering und weiterspielen ist ja super möglich, aber ich muss versuchen, aggressiv weiterzuspielen. Das heißt, es gibt hier eigentlich nur eine Möglichkeit, mit dem Herz-10er weiterzuspielen. Zudrehen kann ich dann in der nächsten Situation wieder. Oder ich kann es mir wieder überlegen, je nachdem, was ich natürlich reinhebe. Oder was der Gegner auch drauf gibt. Er gibt hier die Pik Dame drauf. Ich hebe hier den Eichel Zehner rein. Und jetzt ist es wieder eine Überlegung. Soll ich zudrehen? Oder soll ich weiterspielen? Hier wieder ganz interessant. Es fehlt der Eichel 20er und der Pik Zehner. Mit diesen Karten habe ich natürlich genug. Da brauche ich nicht viel nachrechnen. Mit denen habe ich genug. Sollte aber eine drinnen liegen, also als letzte Karte im Talon liegen, habe ich das Spiel verloren und verliere einen Zweier. Jetzt habe ich mir die Gedanken natürlich wieder gemacht, was ist, wenn ich weiterspiele? Ist wieder ganz wichtig, was passiert, wenn ich weiterspiele? Wenn ich, und ausspielen kann ich sowieso im Endeffekt eh nur eine Karte und das ist der Eichel Zehner. Wenn ich den Eichel Zehner ausspiele und er drauf gibt, gewinne ich das Spiel. Wenn ich den Eichel 10er ausspiele und er sticht, musste ich nachrechnen. Also das heißt, ich muss hier wieder ganz wichtig den Punktestand des Gegners kennen, meinen Punktestand. Nur dann kann ich die beste Entscheidung treffen und mir auch die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie ich gewinne. Und wenn ich den Eichel 10er ausspiele, gewinne ich zu 100%. Von dem her ist es nur logisch, nicht zuzudrehen. Das mache ich dann auch. Ich spiele hier aus den Eichel Zehner. Der Gegner sticht hier. Jetzt hat er noch eine Eichel, die Pik, zwei Eichel, die Pik. Er sagt 20 an. Ich hole mir den Pik-Stich. Spiele die kleine Pik aus. Er hat nicht genug. Er müsste 64 oder 65 haben. Und die letzten beiden Stich gehören dann mir. Und ja, dadurch gewinnen wir das Spiel. Und zum Abschluss habe ich euch jetzt noch eine weitere Hand aufgezeichnet, die ich nicht perfekt spiele. Einfach auch einmal zu zeigen, dass man nicht immer perfekt spielen kann. Man macht einfach manchmal schlechte Entscheidungen. Aber man kann sich die Spiele nachher noch ansehen und versuchen, sie zu analysieren und daraus zu lernen. Und das machen wir jetzt auch bei dieser. Ja, hier, ja, der Spielstand ist sehr interessant. Der Gegner ist am Einser, ich bin am Zweier. Ich fange hier natürlich aggressiv an. Ich glaube, das ist der logischste Ausspieler, den man hat. Der Gegner gibt drauf. Ich spiele natürlich hier weiter. Er gibt wieder drauf und
hier in diesem Moment habe ich definitiv verpasst, zuzudrehen. Ich glaube, das ist ein eindeutiger Dreher. Nachdem er zweimal nicht gestochen hat, kann es kaum möglich sein, dass er zwei Herz hat. Selbst wenn er zwei Herz hat, gibt es noch immer Möglichkeiten, zu gewinnen. Und ich glaube, hier sollte man definitiv zudrehen. Es ist auch möglich, weiter zu spielen. Ich hab natürlich auch weitergespielt. Wenn man hier weiterspielt, spielt man natürlich weiterhin die Eichel aus. Und überraschenderweise gibt er wieder drauf, was ziemliches Armutszeugnis ist. Und selbst hier habe ich es wieder verpasst, zuzudrehen, weil, ja, er hat keine zwei Herz. Wenn er es hat, dann, ja, schwierig auch zu sagen, was er dann da macht. Aber hier sollte man im Endeffekt normalerweise zudrehen. Spätestens hier. Aber irgendwie war ich da ziemlich unsicher und habe es nicht gemacht. Und spiele halt nochmal aus. Ja, und die Gefahr besteht halt, dass er gewinnt, weil eben der Karo 20er noch gefehlt hat. Das war halt die große Gefahr. Das heißt, wenn ich jetzt reingehoben hätte den Pik König, dann hätte er Herz Ass, Pik Ass, Pik 10er und 20 ansagen können und hätte das Spiel gewonnen. Aber Gott sei Dank gebe ich den dann rein und er ist ziemlich verzweifelt. Ja, hier gebe ich dann einfach drauf, weil ich zu 100% einen Zweier gewinne. Und Gott sei Dank ist es gut ausgegangen. Man hätte hier früher zudrehen sollen, überhaupt wenn der Gegner so viel Schwäche zeigt. Er hat extrem viel Schwäche gezeigt und da sollte man eher versuchen, das Spiel zu beenden, anstatt dem Gegner hier noch eine Möglichkeit zu geben. Gut, das war's auch mit einem weiteren Schnopsen-Lehrvideo. Wichtig, wieder wie gesagt, ist, dass man versucht, die beste Entscheidung zu treffen anhand der Informationen, die man hat. Es ist also ganz wichtig, versuchen, nicht Bauchentscheidungen zu treffen, sondern versuchen, die mathematisch auch zu begründen. Wo habe ich mehr Chancen zu gewinnen? Und das sollte immer in jeder Entscheidung wichtig sein, aber vor allem beim Zudrehen ist es ganz, ganz wichtig, so zu entscheiden. Ja, lasst uns ein Like da, schaut in unseren Blog rein, kommentiert gerne wieder, ob das mit den Karten jetzt auch so passt und ich wünsche euch viel Spaß weiterhin beim Schnapsen. Ich freue mich auf jegliche Art von Feedback und danke.